So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicker, eine neue Folge Unboxing im Schlafzimmer ohne Hose. Adi wühlt schon wieder rum, hier ist volles Haus, denn wir haben eine Katze, wir haben zwei Katzen und wir haben einen Jonas und ganz viele Pakete, die wir heute auspacken wollen. Da ist auch eine Fanpost dabei von der Paula, beziehungsweise ein Unterstützungspaket für Jonas, glaube ich, könnte man das nennen. Er hat gesagt, bitte schnell auspacken, nicht, dass es nicht mehr passt. Denk mal, da sind Klamotten drin. Uns passt das. Wir brauchen nämlich eh noch ein paar Pullover, haben wir gerade gemerkt. Und fürs Thumbnail möchte ich das jetzt mal hier irgendwie neben mich halten, dass man das sieht. Das fürs Thumbnail. So, das erste auf dem Stapel ist auch das, was zuletzt kam. Das ist dieses kleine Paket. Da kam der Fahrstuhl hoch und da kam, war ein Mann im Fahrstuhl mit so einem Wischmopp in der Hand, hat mich angegrinst und hat mir das entgegengehalten. Der kam wahrscheinlich, als die Postfrau unten aufgemacht hat, ist der gerade in den Fahrstuhl und dann hat die gesagt, nimmst du mal mit hoch. Und er hat gesagt, schwamm drüber und dann hat er das einfach so gemacht. Das ist, Pupsi hat glaube ich schon gespoilert, ein, haltet euch fest, das Rad wird neu erfunden. Das ist ein, die lügt einfach, die hat gesagt, das ist ein Maßband. Sie hat ein Maßband bestellt, da habe ich gefragt, wieso Maßband? Willst du jetzt gucken, wenn dein Bauch dicker wird wie meiner, dass wir dann handeln müssen? Aber das ist ein Ladekabel. Also hier steht zumindest Samsung Travel Adapter. Vielleicht will Pupsi sich auch das Ladekabel um den Bauch binden, um dann zu wissen, welche Größe sie hat, weil sie jetzt immer bei Hijin bestellen will oder wie die komische Seite heißt. Das ist ja irgendwie komische Größen. Und dann weißt du ja gar nicht, was du bestellen musst. Ich denke mal, sie hat wieder so viel bestellt und alles durcheinander, dass sie gar nicht mehr weiß, was ist. Und deswegen sagt sie jetzt hier, das ist ein Maßband. Oder sie hat mich nur veräppelt und wusste, was es ist und hat so getan, als ob. Jetzt wollte ich hier den Scherz bringen mit dem Bauchumfang. Funktioniert gar nicht. Dann habe ich ein Problem gehabt bei Slaps in Beans zocken, dass ja die Tasten immer falsch angezeigt wurden, dass mein normaler Switch-Controller auch irgendwie nicht mehr richtig funktioniert. Jetzt habe ich mit Thomas zusammen geguckt, ob wir es irgendwie hinkriegen, mal einen gescheiten Controller zu suchen. Er hat, glaube ich, sogar im Stream mit mir geschaut. Wir haben dann da was drauf gemacht. Jetzt habe ich hier zwei Controller, aber was ist das denn? Also so ein billiger Karton. Einer soll für die Switch sein als Bluetooth-Controller, dass der nicht mal mit dem Kabel verbunden werden muss. Und einer soll einfach wie so ein normaler Xbox-Microsoft-Controller sein, der halt auch für PC geht. Das müsste hier der Bluetooth-Controller sein. Den zeige ich euch als zweites. Ich zeige euch erstmal den. Ich dachte, das sind gefühlt original Xbox-Controller, weil die genauso aussehen. Jetzt sehe ich, dass das hier irgendein billig nachgemachter Schrott ist. Ich hoffe, die funktionieren. Hier, ja klar. Das sieht aus wie ein Xbox-Controller, ist aber keiner, weil hier ist ja nicht X drauf, hier ist einfach nur so. Wenn das als Controller für PC aber funktioniert, ist das okay, denn darum ging es, dass ich mal am PC zocken kann, vielleicht bei Fall Guys oder so, während Pupsi auf der PlayStation mitzockt und wir im Stream vielleicht mit Thomas eine Runde und mit den anderen Zuschauern und Genaya und dem ganzen Rest, dann müsste der hier für die Switch sein, als Bluetooth-Controller, der aber auch ein Kabel hat zum Laden sicherlich. Und da gab es viele verschiedene. Ich habe mich jetzt für den entschieden, denn der ist schwarz und hat hier so goldene Streifen, goldene Joy-Cons, nein, goldene, ein goldenes Steuerkreuz auf jeden Fall. Den fand ich irgendwie cool, dieses Schwarz und dieses Goldige. Habe ich gedacht, das nehme ich so mit. Im Hintergrund hört man komische Sachen. Jonas versucht gerade seine Socken zu essen. Können wir mal kurz reinschalten. Was machst du da mit den Socken? Hast du gerade die Socke hier hochgehangen? Ja, uh-huh. Hier, soll ich dir nochmal helfen? Das ist die Socke. Und dann greift er nämlich die Socke. Oh, und dann pupst er. Und dann schiebt er sich die in den Mund. Weitermachen. Weiß ich, mach da vorne, du machst hier hinten. So.
Der hat nämlich gerade geschlafen und immer wenn der aufwacht, fängt er an, seine Socken zu essen, damit seine Beine schön gedehnt sind, damit so viel Druck auf dem, damit er besser pupsen kann. Weil das ist wichtig, wenn du geschlafen hast, erstmal einen Pups lassen, damit die ganze Luft rausgeht, die sich da vielleicht anstaut. Wo wir gerade beim Thema Babys sind und Kinder sind, der NetGhost hat letztens gesagt, ich soll mal so einen komischen Kinderwagenhalter bei mir in die Wunschliste packen. Und gerade wenn ich jetzt immer unterwegs bin, mit dem Handy, mit dem Kinderwagen, damit ich eine Hand frei habe, gibt es Halterungen für den Kinderwagen, die man da dran macht, wo man dann einfach das Handy dran packen kann, plus auch ein Getränk. Wir sind in letzter Zeit öfters zum Teegut gelaufen, haben Spaziergang gemacht. Wenn du dir dann für den Rückweg ein gekühltes Getränk geholt hast, eine gekühlte Dose, nicht Bier, wir hatten Dirty. Wir hatten Dirty auf jeden Fall. Bist du so gelaufen? Hier die Dose, hier den Kinderwagen und das Handy? Ja, da war kein Platz mehr, ne? Das hier kannst du die Dose abstellen, hast das am Kinderwagen dran, hast eine Hand frei fürs Handy, aber brauchst du auch wieder nicht, weil du ja das Handy hier auch drauf machen kannst. Du könntest also so fahren, das sehen, werfen. Ob das jetzt alles so funktioniert, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch Billigschrott, du machst das dran und es hängt dann alles nur runter. Wir werden es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ansonsten war es ein Geschenk und ich freue mich jetzt schon und Dankeschön. Die Genaya hat das dann aber, glaube ich, bestellt. Der NetGhost wollte das machen. Die Genaya kam ihm dann davor. Kaum habe ich es rein, wurde das bestellt. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Mal gucken, ob da wirklich Dirty reinkommt oder andere Getränke. Das hilft, das werden wir mal testen. Dann hat Pupsi sich hier nochmal ein Paket bestellt. Ich suche die ganze Zeit nämlich diese Samyang Lovely Hot Ramen. Die waren überall ausverkauft. Jetzt hat sie doch auf irgendeiner komischen Seite nochmal Lovely Hot gefunden. Hat sich auch Lovely Hot bestellt. Nämlich gleich ganze 3 Packungen. Also 3 Fünferpacks. Hier hat sich schon ein bisschen was rausgenascht. Hier seht ihr aber noch 2 Packungen, die vollständig sind. Eine Packung können wir euch auch nochmal zeigen, wie das aussieht. Da denkt ihr, so ist richtig wegen dem Huhn. Das ist aber falsch rum. So ist die Packung richtig, denn so könnt ihr Samyang lesen, so könnt ihr Lovely Hot lesen und so ist das Huhn auf dem Kopf. Pupsi sind die Samyang-Nudeln meistens zu scharf, deswegen ist das ihre Lieblingssorte. Lovely Hot, die hat nämlich nur 1 von 5 bei Schärfegrad. Viele andere haben da 3, 4 oder 5, wie die, was denn jetzt? Und die macht sie in letzter Zeit mit allem. Wenn sie Blumenkohlauflauf macht, packt sie sich dann eine Packung Samyang mit rein. Wenn sie Schinkenhackröllchen macht, packt sie sich eine Packung Samyang mit rein. Und das finde ich genial. Deswegen schön, dass Pupsi auf dem Samyang-Trip gelandet ist. Jonas, Schatz. Wollt ihr gucken, was hier los ist? Wir kümmern uns erstmal ums Baby. Moment. So, wie Zauberei. Plötzlich gar kein Kind mehr da. A little present for you ist aber da. Ey, Pupsi hat die ganze Zeit gesagt, sie geht mit ihm rüber, damit ich in Ruhe Video aufnehmen kann. Ich habe gesagt, ach, geh ruhig alleine rüber, wir machen das schon. Wir haben das schon öfters zusammen gemacht. Wenn er jetzt aber gegen seine Socken kämpft und in der Windel rumpupst, dann will er ja vielleicht doch mal was Frisches. Deswegen haben wir jetzt mal kurz nach dem Windelinchen geschaut. Das ist immer bei diesem, wie heißt das? K-Rahmen. Nee, warte mal. Ich brauche einen richtigen Namen von dem Karton. Der K-Rahmen.eu. Ich will ja keine Werbung machen, aber muss sagen, beim letzten Mal war da auch noch so ein gerades Tütchen dabei. Das fand ich cool. Hier hast du auch wieder so ein Code dabei, wo du 10% sparen kannst auf deine nächste Bestellung. Du hast hier extra nochmal so eine Postkarte dabei, wo auch nochmal draufsteht, thank you for your order. Ich finde, das wirkt immer alles nett, das wirkt immer alles freundlich. Hier sind 2 Sticker dabei von K-Rahmen EU mit einem Panda-Bär auf einem Skateboard und hier mit einem Einhorn auf einer Rakete. Hier sind sogar 2 Probepäckchen dabei von einer Sriracha Hot Chili Sauce. Habe ich auch noch nie gesehen. Das ist wie Ketchup-Tütchen bei McDonald's oder an den Imbissbuden. Ist aber Sriracha-Soße in so einem Probierbeutelchen. Plus 2-mal gratis Stäbchen. Das bekommt ihr also, wenn ihr bei K-Rahmen EU bestellt.
Jetzt haben wir noch das, worum es eigentlich geht. Und zwar hat die Paula, Kinder, Paula Österreich, war die allererste damals zu den Anfängen des Kanals, die ein Fanpaket geschickt hat. Paula war die erste, die ein Fanpaket geschickt hat. Paula ist die letzte, die bis jetzt ein Fanpaket geschickt hat. Paula hat mir damals Bier geschickt aus Österreich, was wir dann immer mal getrunken, getestet, gezeigt haben. Was besonders war, weil bei den Bierdosen von Paula war kein Pfand drauf. Wer das nicht wusste, in Österreich, Schweiz, da gibt es überall keinen Pfand. Gibt auch noch andere Gebiete, wo es keinen Pfand gibt. Da kenne ich mich aber nicht aus. Und wir wollen mal gucken, Paula meinte, sie will mir noch mal was schicken. Sie findet es richtig toll. Ihr Sohn heißt ja auch Jonas. Ich fand das toll, dass unser Sohn jetzt auch Jonas heißt. Das ist ja unabhängig davon entstanden, aber bin ich mal gespannt, was sie hier reingepackt hat. Und sag jetzt schon mal Danke, dass es so ist, wie es jetzt ist. Ne? Es war nicht immer so, es war mal so, es war mal anders und überhaupt. Aber im Endeffekt sind wir alles nur Menschen, sage ich mal. Außer der Adi, da ist eine Katze, der versteckt sich hier hinten. Jetzt packen wir mal dieses Zeug aus und haben hier für den Jonas, das ist ein Glücksbär hier, für Jonas einen dicken, fetten, blauen, für Jungs, Glücksbärchen mit noch einer Tüte dran, wo auch Jonas draufsteht. Dann haben wir hier ein Tütchen, wo Marie draufsteht. Darf ich da mal reingucken? Haarspange, 6 Haarspangen und eine Tasche. Letzte Zeit, wenn wir irgendwo hingehen, Marie muss immer ihr Beutelchen mitnehmen oder ihr Portemonnaie oder ihr Zeugs umhängen. Jetzt auf jeden Fall Haarspangen drin. Hier hat so eine bunte Blumentasche. Mal gucken, ob ihr die gefällt. Marie ist halt immer so ein bisschen eitel, ne? Deswegen, wenn ihr kennt ja Kinder, wenn die sagen, ist voll hässlich. Das, ja, ist so, aber okay. Mal gucken, ob ihr das gefällt. Im Endeffekt ist es ein Geschenk. Muss ich jetzt mit klarkommen. Ich zwinge sie jetzt immer, die Tasche überall mit hinzunehmen. Dann haben wir hier ein Paket, da steht Sandra drauf. Soll ich das mal aufmachen? Das ist eigentlich fies. Ihr wollt ja sehen, was es ist. Ich lasse es mal noch halb zu. Es ist eine Schachtel Lindpralinen. Ich mache aber noch mal so, dass Sandra gar nicht sieht, was es ist und erst noch mal raten muss, was es ist. Sandra Schokolade, was Süßes, das passt auf jeden Fall immer. Die Mädels sind immer am Naschen, genau. Hier mein Beutelchen, da steht Adi und Molly drauf. Das sind bestimmt so Katzensnacks von Krokettensnack mit Ente und Hähnchenstreifen. Habe ich noch nie gesehen. Was sind das für Magen? Sieht auf jeden Fall stark aus. Schwarz-Weiß, beides hier. Adi ist gerade an den Pralinen. Also Adi hat was dabei. Molly hat was dabei, Marie hat was dabei, Sandra hat was dabei. Das ist ein cooles Paket, an jeden ist gedacht. Beim Ramon steht jetzt auch noch mal was drauf. Da müssen wir auch mal reingucken. Jetzt explodiert es, wenn ich es jetzt aufmache. Guck mal, wie schön das gemacht ist. Da steht Ramon, hier ist Panzertape. Erinnert mich also an Natururin. Das könnte... Ich glaube, das eine ist eine Dose, auf jeden Fall. Es ist ja eh meins, da darf ich es auch einfach aufreißen. Dann schieben wir es mal hier rüber. Das sieht genial aus. Stiegel. Kennt ihr Stiegel? Salzburger Stiegel Gold. Bräu, ihr könnt ja vielleicht, die Genaya schickt immer verschiedene Kölsch-Sachen. Da ist auch das eine dabei, wo ich immer sage, das sieht aus wie Campino. Von der Farbe her, von dem Ganzen. Das ist eine unglaublich tolle Dose. Guckt mal, dieses cremefarbene im Hintergrund mit dieser roten Schrift drauf. Der ganze Aufdruck dazu. Stiegel.at. Wie viel hat das? Das hat 12 gredige Bierspezialität. Was mache ich damit? Trinke ich das am Montag mal bei Chill mit Ramses? So? Warte ich, bis Hannes kommt
und wir machen das als Bier-Tasting. Mach mal damit mal eine Maß, die Stiegelmaß. Was kommt dann noch rein? Die Dosen finde ich auf jeden Fall ultra genial. Die Dosen sehen richtig cool aus. Wie ein Energy-Drink, wie ein Gönnergy, ja. Das sticht ins Auge. Unglaublich toll, was ihr da für schöne Biersorten habt. Stiegel, Gold, Bräu. Jetzt habe ich immer noch nicht rausgefunden, wie viel das hat. Da steht was mit 5,0. 5,0 Hertz. Und beim Jonas ist ja hier noch ein Tütchen mit dabei. Wollen wir mal in das Tütchen reinglunzen. Ein Stück so an der Seite, das mal aufziehen. Weil da müsste jetzt noch, genau, was ich hier sagte, hoffentlich passt das dann noch. Müsste jetzt noch hier was anzuziehen drin sein. 12 bis 18 Monate. Das passt auf jeden Fall. Jonas, der Dicke, powered by Pupsi. Ein Body für Jonas. Jonas, der Dicke, powered by Pupsi. Das ist so die Produzentin hinter dem Ganzen. Ne? Ich bin der Co-Producer. Sag mal. Einfarbig. Ist schön dick. Dicker Stoff auf jeden Fall. Bald wird's winterlich, aber dazu kurze Ärmel. Perfekt. Da wird sich Pupsi auf jeden Fall freuen. Das ist was, auch wenn er da nicht mehr reinpasst. Was man natürlich aufhebt und was man so nimmt. Das tue ich jetzt mal schnell wieder hier rein. Und eins, da wird Marie aber jetzt wieder ärgerlich sein. Wenn die sieht, sie kriegt Haarspangen. Und Jonas kriegt so einen Glücksbär hier. Da wird sie komplett ausrasten. Aber ich schwöre, ihr komplettes Zimmer ist voll mit Kuscheltieren. Die kriegt zum Geburtstag jedes Mal 20 Kuscheltiere. Zu Weihnachten 20 Kuscheltiere. Wenn sie von der Schule überhaupt lebendig nach Hause kommt, 20 Kuscheltiere. Wenn sie früh in die Schule geht, 20 Kuscheltiere. Von der Lehrerin, dass sie überhaupt angekommen ist. Das ist auf jeden Fall richtig brutal. Und ab und zu nimmt sie Kartons und Beutel und tut 100 Kuscheltiere weg, weil sie die nicht mehr braucht. Damit Platz ist für 20 neue Kuscheltiere. Jonas hat nicht so viel. Jonas kriegt jetzt ein paar Sachen. Und der ist schön. Sollte auch was Großes, was größer ist als er selber. Seine Reaktion würde mich mal interessieren. Ich kann es ja mal abmachen. Ach nee, ich kann nicht rüber. Pupsi hat nichts an. Ich muss die Reaktion, wenn er den Bär sieht, mal extra filmen. Das machen wir gleich noch. Moment. Ansonsten guckt euch an, wie es hier aussieht. Der Adi, der kämpft sich hier schon wieder durch den ganzen Haufen durch. Durch den ganzen Müll. Da stehen die Stiegel Bios. Da ist der Bär. Da ist der Rest. Ich muss jetzt irgendwo hier mal kurz Platz schaffen. Und Jonas Maus, übrigens meine Hose. Perfekt. Adi, gehst du in die Box? Gehst du in die Box? Setzt du dich hin? In die Box. In die Box. In die Box. So, Adi in der Box, das passt. Jetzt brauchen wir noch Jonas. Und dann geben wir nicht mehr den Bären. Das ist Jonas, den haben wir jetzt geholt. Jetzt fang nicht an zu weinen. Jetzt brauchen wir nur noch den Bären. Ich muss dich mal hinlegen, glaube ich. Leg dich mal ab, kurz. Und pass auf, jetzt, pass auf. Jetzt kommt der Bär. Guck mal. Guck mal, der Bär. Kein Doppelkinn. Ich tue den jetzt einfach mal so auf dich drauf. Hast du den jetzt weggeworfen? Guck mal, der Bär ist so groß wie du. Kämpfen. Kämpfen gegen den Bär. Das sieht richtig aus wie ein Wrestling-Match. Guckt euch das an. Und mit den Füßen dagegen. Oh mein Gott, er pinnt ihn. Eins, zwei. Oh, Jonas ist rausgekommen. Perfekt. Beiß ihn ins Bein. Los. Guck mal, da ist ein Herz. Guck dir die Details an. Die Details. Und hoch mit die Füße. Jonas. Alles gut? Alles gut da unten? So. Der Adi hat auch seine Freude, der macht nämlich mit dem anderen Zeug rum. Ich glaube, ich übertreibe es schon wieder, deswegen würde ich sagen, war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Dankeschön auf jeden Fall an die Paula. Dankeschön an den Rest, der immer Sachen schickt. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Jonas bestimmt auch irgendwann. Vielleicht sagt er irgendwann, der Papa ist ganz cool. Der hat dabei sein Glücksbärchen bekommen und Bier. So, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ciao.